Die Hobby-Tennis-Tour ist längst zu einem internationalen Event geworden. Alleine hier beim 23. Sangenor Sport Migrant Slam im Laville sind Spieler aus insgesamt 13 Nationen am Start. Auf der Hobby-Tennis-Tour insgesamt gibt es sogar Spieler aus 48 verschiedenen Nationen. Einer von ihnen steht jetzt neben mir, Adam Gutzel, die britische Nummer 1. Ja. Adam, du bist heute ins Viertelfinale eingezogen bei diesem Turnier. Ja. Wie zufrieden bist du mit deinen ersten drei Matches? Also mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Ich bin jetzt im Viertelfinale und habe meine Punkte vom letzten Jahr verteidigt. Aber mit der Leistung bin ich nicht so zufrieden. Ich habe ein bisschen Angst gespielt und nicht sehr locker. Und ich brauche, ja, muss morgen ein bisschen besser spielen, wenn ich morgen gewinnen will. Du hast wahrscheinlich eine schwierige Aufgabe vor dir, weil du wahrscheinlich gegen den Titelverteidiger und die Nummer 1 Peter Klager spielen wirst. Ja. Wie kannst du ihn schlagen? Naja, wir haben schon vor einem Monat oder vor ein paar Wochen gespielt und ich habe knapp 7-5 verloren. Und ich habe ja relativ okay gespielt und ich habe beide Sätze auch geführt. Und ich denke, wenn ich ja einen guten Tag habe, dann ist es möglich. Der Peter Klager, was sehr interessant ist, hat mir gestern gesagt, wie sehr er es liebt, hier auf Sand zu spielen. Du bist in Großbritannien aufgewachsen und bist daher nicht auf Sand aufgewachsen. Wie schwierig war damals vor 5 Jahren, als du nach Österreich gekommen bist, die Umstellung für dich? Nein, ich finde es auf Sand ist relativ leicht zu spielen. Also der Ball springt relativ gleich und ich denke, dass es ja, relativ okay war. Ja. Du hast mir auch erzählt von deiner Jugend in Großbritannien, wo ihr im Winter draußen gespielt habt. Ja. Das wäre hier in Österreich unvorstellbar. Wie war das damals genau? Naja, also lustig nicht, aber ich habe früher mit ja, Mütze, Handschuhe und 2 T-Shirts gespielt und ja, war ein bisschen kalt. Was auch sehr interessant ist, du bist Trainer in der Landstraße und du schickst immer wieder deine Spieler hierher zur Hobby-Tennis-Tour. Warum? Ja, also das Hobby-Tennis ist eigenartig. Es gibt irgendwo anders sowas auf die Welt, denke ich. Und das Hobby-Tennis finde ich gut. Und ja, immer wenn ich Zeit habe, spiele ich auch. Und ich hoffe, dass ich weiter in den nächsten paar Jahren auf der Hobby-Tennis spielen kann. Gut, Adam, dann danke für deine Zeit. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute morgen im Viertelfinalspiel. Danke.